Wenn ich morgens in meinen Laden gehe, ist es zwar der von meinem Onkel, aber ist es okay, ich zieh einen weißen Kittel an, stehe hinterm Tresen, ich liebe meinen Job, das ist schon immer so gewesen. Andere gehen zur Uni, da studieren sie, ich studiere die Dönerphilosophie, denn ich hab einen Plan, ich hab ne Vision von der weltweiten Dönerrevolution. Bing, bong, kling, klong. Der erste Kunde kommt in den Laden, ich höre ihn sagen, kann ich mal einen Döner haben? Ich mach ihm einen Döner, der richtig gut schmeckt, ein, wonach er sich alles im Finger ableckt. Ich lass den Dolch in die Teigtasche gleiten, bestreich mit Soße von innen die Seiten, dann halt ich den Spieß mit dem Döner an, weil ich schon einfach besser abschneiden kann. Da tu ich das Fleisch schön in den Fladen, der Kunde will noch Salat und das Zwiebeln haben. Die Soße bildet den Schluss vom Ganzen, mein Döner lässt seine Sinne tanzen. Der Kunde sagt, lecker, das ist mein Lohn, es lebe die Dönerrevolution. Die Dönerrevolution ist mein Plan, ist meine Vision. Ich träumte schon immer davon, von der Dönerrevolution. Die Dönerrevolution ist mein Plan, ist meine Vision. Ich träumte schon immer davon, von der Dönerrevolution. Mein Onkel trinkt Tee und denkt sich nicht viel, aber ich hab Vision, ich hab voll krasses Ziel. Ich sag zu meinem Onkel, wir müssen was tun, wir können uns nicht auf Stammkunden ausruhen. Wir müssen Produktpalette erweitern, wer das nicht tut, tut irgendwann scheitern. Ich hab experimentiert und ich habe erfunden, Onkel Dönerprodukte für ganz neue Kunden. Wir verkaufen hier nicht nur Dönertaschen, wir backen Dönerkekse, wie was zum Naschen. Ich habe erfunden, Onkel, echt ohne Witz, ey, voll die krasse Döner-Lakritz oder Seniorendöner. Der letzte Schrei, ich nehme einen Mixer und mache Dönerbrei. Und der Renner im Sommer, Onkel, echt ohne Scheiß, mein abgefahren voll krasses Döner-Eis. Ich zeige jedem, was in mir steckt, zum Beispiel Zahnpasta, die nach Döner schmeckt. So bring ich die Botschaft unter die Leute, die Döner-Revolution ist heute. Die Döner-Revolution ist mein Plan, ist meine Vision. Ich träumte schon immer davon, von der Döner-Revolution. Die Döner-Revolution ist mein Plan, ist meine Vision. Ich träumte schon immer davon, von der Döner-Revolution. Onkel, ich hab im Kopf so viele Ideen, lass mich nur machen, dann wirst du schon sehen. Wir werden mit Döner die Welt überschwemmen, Coca-Cola sind gegen uns Memmen. Wir öffnen Filialen, wie ich alle Leute, wenn ich das tu, geht McDonald's pleite. Wir gehen an die Börse, wir steigen voll ein, Onkel, alles kann aus Döner sein. Hier Gemüse aus Döner oder Dönerobst oder Döner-Sekt, auf dich, Onkel. Prost, du bist mein Onkel, ich bin dein Enkel. Was hältst du von Dönertaschen mit Henkel? Ich hab das Gefühl, ich hab ihn überzeugt, als er sich zu mir rüberbeugt. Er sagt, Ahmed, das bin ich, dann hör ich ihn sagen, Wege den Fladen und fege den Laden. Hege den Fladen und fege den Laden. Fladen hegen, den Laden fegen, Onkel, wir können doch so viel mehr bewegen. Mein Onkel hat voll meinen krassen Respekt, doch es gibt manchmal Sachen, die er einfach nicht checkt. Ich tu, was er sagt, denn der Laden ist ihm, doch die Zeit läuft für mich irgendwann ehrlich ihn. Ich wünsch meinem Onkel ein echt langes Leben, doch manchmal passieren Unfälle eben. Die Dönerrevolution ist mein Plan, ist meine Vision. Ich träumte schon immer davon, von der Dönerrevolution. Die Dönerrevolution ist mein Plan, ist meine Vision. Ich träumte schon immer davon, von der Dönerrevolution. Die Dönerrevolution ist mein Plan, ist meine Vision. Ich träumte schon immer davon, von der Dönerrevolution.